Freunde, willkommen zu der heutigen Reaktion. Heute reagieren wir auf eine Pokémon-Sammlung, und zwar von den guten Reapers. Der hat ein Video gemacht, die krasseste Pokémon-Sammlung Deutschlands, Fragezeichen. Die werden wir uns heute mal angucken, denn ich werde auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, auf Twitch, auf allen Social-Media-Plattformen bombardiert, dass ich mir das ganz gerne anschauen soll. Dementsprechend machen wir das heute und jetten jetzt rein. Oh, was geht, Freunde? Ach du Heilige, sogar mit Vlog! Das wird ja richtig witzig, ey! Erste Mal auf spontan so ein Möchtegern. Kein Vlog, aber mal so ein Verzeichnis dafür, dass wir was Geiles vorhaben. Ihr wisst ja, Placement über Placement ging. Okay, ich merk schon. Also, es ist jetzt kein normales Video, wo er startet, yo, wir haben uns ein Paket hier auf eBay gekauft, sondern er ist halt wirklich irgendwo hingefahren. Oder zur Post, man weiß es nicht. Und Alter, das verspricht schon einiges. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bar, Cash. Man könnte auch ein nices Auto einfach dafür holen, aber was will ich mit einem Auto, wenn ich Pokémon-Karten haben kann? Versteht ihr das? Ich hatte vor kurzem die Diskussion tatsächlich mit meiner Freundin halt auch. Weil, keine Ahnung, wenn du durch Hamburg fährst, siehst du es halt immer wieder. Da ist ein Porsche, da ist ein Mercedes, da ist dies, das, jenes. Und ich denke mir halt so, yo, was möchte ich mit einem teuren Auto? Damit fahre ich halt eh nur rum, wenn mir jemand da reinfährt, ist scheiße, über die Jahre verliert das Ding an Wert, ich muss das Ding immer putzen, eine Ente kackt drauf oder sowas, das sind alles so, es ist einfach ein Gebrauchsgut für mich und kein Gut, was mich jetzt halt in dem Sinne befriedigt. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen so, yo, ich möchte ein neues Auto haben, weil es geil aussieht, weil es schnell ist, weil es geile Technik hat. Mir reicht ein ganz normales Auto, womit ich von A nach B komme, was vielleicht ein Navi hat und fertig ist halt, ne? Also, deswegen, ich werde niemals in meinem kompletten Leben, glaube ich, mir ein Auto kaufen, was über 20.000 ist. Niemals im Leben. Die Karten durch, es ist eine Sammlung, sprich, alles Mögliche ist dabei, okay? Aber warte mal, reden wir nur von Pokémon-Karten oder hast du da jetzt auch Yu-Gi-Oh? Nee, nur von Pokémon-Karten. Nur Pokémon-Karten, okay. Ordner für Ordner durch, okay? Ja. Ordner für Ordner, scheiße, was bedeutet das? Ist auch was Kleines dabei. Wer von euch kann mir sagen, okay, wenn ihr das erratet, ich halte es nur so halb rein, was ist das? Das ist auf jeden Fall irgendwas Japanisches. Könnte der Neobinder sein, der japanische Neobinder, oder es gab auch so unzählige Pikachu-Binder und sonst was, und dann gab es halt auch noch den Binder, den ich selber mal geöffnet habe vor ein paar Jahren, wo Reverse, Glurak, Pichu und Entei drin ist. Also ich glaube, das ist einer von den Bindern. Da ist nicht großartig viel drin, da sind halt nur Promokarten und viele japanische Karten drin. Aber ich glaube, das entweder das Pikachu-Ding oder das mit den Neo-Startern. Das ist geisteskrank, ja, schwer zu erraten. Das kannst du nicht erraten. Mini-Ordner. Diddle einfach. Diddle-Blätter. Davon habe ich auch noch einige. Das ist eine kleine, aber feine Sammlung. Oh, ist tatsächlich der Pikachu-Binder. Der ist sehr, sehr cool. Hat Nexmofo vor kurzem geöffnet auch. Also ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da sind viele verschiedene Pikachu-Karten in verschiedenen Sprachen drin. Das ist sehr, sehr geil. Das ist ein sehr, sehr cooles Sealed-Item. Oder halt auch, falls man die Karten einfach graden möchte oder sowas halt. Also super, super coole Sachen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Aus den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, da hat man nur die Karten herbekommen. Nur hierher. Und da sind neun Pikachus drin aus den Sprachen, die da... Englisch, German, French, Dutch, Italian, Portuguese, Spanish, Chinese und Korean. Aus welchem Jahr? 2000. Den Ordner hast du auch nur dort bekommen. Nur dort. Der ist jetzt nicht so teuer, aber der Ordner ist schon sehr geil. Der ist sehr iconic auf jeden Fall, der Ordner. Der ist auf jeden Fall cool. Vor allem auch die Karten alle noch da drin zu haben in jedem Status. Sehr, sehr hot. Was denkt ihr, was der Preis liegt? Also, der ist auch ein bisschen mitgenommen. Der ist 20 Jahre alt. Der wurde, glaube ich, mal geknickt in der Mitte, die Karten hier sind. Nur die in der Mitte sind so ganz minimal gewölbt. Fliegendes Pikachu hier. Ihr seht auch, der Unterschied ist hier. Den gab es auch, der Pikachu-Schweif. Ah ja, das ist ein cooles Holo. In diesem Set. Das ist ein sehr, sehr cooles Holo. Der ist vollständig. Surfer, der französische, genau. Der englische ist hier, das Birthday Pikachu, auch sehr cool. Also so ein kleiner Sidekick. Das sind quasi nee, das nur das verschiedene Sprachen? Ja, das sind nur diese, die waren genau so dabei, die konntest du dir damals holen. Also ich weiß nicht mal, ob die was gekostet haben, die waren da wirklich, die haben die jeden mitgegeben. Aber es ist halt giga alt und das ist schon ganz cool. Und dass es vollständig ist, aber ist schon was Neues. Wir gehen rein. Eine 20 Jahre alte Sammlung. Basketball Collection Trading Card, okay. Aus den verschiedensten Pokémon-Karten. Jetzt kommen mir die Sports-Cards, ey. Guckt euch das hier an, die allererste Seite, was ich daran... Oh, sehr geil. Neo Destiny, Neo Genesis Karten, auch First Edition Pikachus hier. Die sind sehr, sehr cool. Ja, ist hot. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von japanischen Comments oder sowas, aber sind ja auch Rares, glaube ich, ne? Bin mir nicht sicher, ob das Uncomments oder Rare sind. Aber das sind schöne Artworks, wenn wir das halt sehen, ja, von den Illustratoren. Gerade aus der Neo-Zeit, deswegen ist Neo Destiny auch mit eines meiner Lieblingssets. Die sind halt einzigartig, ne? Guckt euch das Lasho King an. Krass. Ich will nicht spoilern.
Dunkles Dragoran, was für eins ist das? Was für eins ist... Okay, ist ein deutsches. Ich weiß nicht, ob das deutsche das Error sein kann oder nicht. Weil Dunkles Dragoran kann halt Error und Nicht-Error sein. Das heißt, Non-Holo kann halt die Nummer des Holos unten haben. Aber ich weiß nicht, ob wir das gleich noch sehen werden. Also da muss man immer aufpassen. Wenn ihr Dunkles Dragoran habt, guckt auf die Nummer. Nummer 22 sollte da stehen. Und wenn Nummer 5 oder 7 da steht, glaube ich, ist es, also hier unten, dann ist es normalerweise die Holo-Karte. Und wenn sie nicht Holo ist, ist es das Error-Dragoran. Das ist schon ein bisschen mehr wert tatsächlich. Also da immer drauf achten. Ja, haben wir auch First Edition Neo Destiny, First Edition Neo Destiny. Ja. In Englisch. Genesis in dem Sinne, aber ist ja egal halt, ne, ob es jetzt Destiny oder Genesis ist, sind ja die ganzen Starter dabei, was sehr, sehr cool ist. Auch beide Artworks hier von den jeweiligen. Allein, wenn ich die hier sehe, ne, habe ich auch letztens gesagt, als ich, durch ein paar Karten durchgegangen sind, glaube ich, bei mir. Das ist halt so schön, diese alten Artworks wieder zu sehen. Immer wieder ein Traum. Ja, ich, so, dann haben wir EX Rubin! Neo Destiny, sehr cool, die kannte ich davor auch gar nicht. Die Karten sind geil. Also das war eines meiner Lieblingsartworks damals, Dunkles Hundemon. Das sieht so verblasst aus. Als wäre das komplett ausgeblichen, aber das gehört so. Und hier hinten sehen wir, wie gesagt, EX Rubin Saphir. Das ist sehr geil mit der Money-Karte Mewtwo hier. Spicy Shit, spicy Shit. Sehr klein für den Electek, oder? Aber guck mal, das Holo geht auch über den Rand. Sehr entspannt. Übel cool im Japanischen. Ultra geil. True. Ultra, ultra geil. Und das Mewtwo, Bro. Ja, alle beide machen Auge im Stream. Ja, ist halt geil, aber wie gesagt, ne? Das sieht auch so geil aus. Das sieht sehr mächtig aus. Haben wir hier noch? Oh, guck mal, hier haben wir nochmal. Oh, guck mal, wer hier ist. Base-Set Mewtwo wird wahrscheinlich aus dem Starterdeck sein. Also, alle Base-Set Mewtwos Unlimited sind alle aus dem Starterdeck meistens. Natürlich kann man die auch aus dem Booster ziehen, aber wie gesagt, die war in einem Starterdeck mit drin. Daher wird die oft bei Leuten in der Sammlung drin sein. Wer ist das denn? Mewtwo. Moin. 1999 Mewtwo Holo. Was? Schöne Karte, aber ich mag das Mewtwo. Sehr nostalgisch. Deswegen. Ist das hier auch irgendwie ein Kratzer auf der Karte? Ich weiß es nicht. Nein, komplett, das sieht man in der Cam gar nicht. Jetzt sieht man es vielleicht. Guck mal, in der Mitte über Größe. Ah, hier unten auch, ne? Das Silvering, siehst du das? Hier. Oh, da oben, ja, man hat's gesehen. Und da unten auch, ey. Eieiei, das ist Alufolie. Ja, mein Gott, halt, wie gesagt, wenn's... Kann mal sein, dass ein, zwei Karten nicht so geil aussehen halt, ne? Das sieht man brutal, nur in der Cam nicht so gut. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Hier sind Gym Heroes, Team Rocket. Und hier kommen wir zu einer Karte, die ich eigentlich rausholen muss, aber mal ganz das schnell, Digga. Ho-Oh ist geil, Alter, ey. Tschüss, das sind geile Karten hier. Lugia, Celebi, Entei, Ho-Oh. Das sind Karten auch aus deiner Kindheit, ey. Das war auch eine meiner Lieblingskarten. Das Lugia, das fand ich mega, mega schön. Wenn nicht alle drei Neo Revelation Sets, das Ho-Oh in Deutsch. Sogar eine Cash-Card, die eigentlich auch sehr teuer ist. Im Preis... Wir haben eine Liste gemacht. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Ja, dahinter ist halt noch eine Karte. Das sind zwei Karten. Wir können mal die nächste Seite auch noch abchecken. Das sind zwei Ho-Ohs. Nee, hier ist, Es ist wirklich noch ein Ho-Oh. Ja, das hier, aber das ist nicht Holo. Hier haben wir einen Raikou. Seht ihr das? Mein Kopf ist im Weg, ne? Ja, ist gut. Raikou in Holo. Auch das Celebi hier unten, ein super schönes Artwork. Mag ich auch sehr. Ist ein Artwork aus drei verschiedenen. Deswegen ist der Artstyle von dem Celebi und vor dem Mogelbaum und einem Sneebel, das ist hier oben zu sehen. Also die und die Karte hier unten, die ergeben ein Wallpaper tatsächlich. Sehr, sehr cool. Also feiere ich sehr sowas. Ich weiß nicht, ob du es ganz siehst, aber diese Seite von Neo Revelation. Glurak ist sehr, sehr geil. Hier auch die Uncommon. Ich glaube, das gibt es nur in Uncommon. Das gibt es gar nicht in Holo. Dunkles Cyana, dunkles Impergator. Boah, geil. Dunkles Xerox. Stark, ey. Holos. Ist das Holo? Das ist alles Holo, die ganze Seite. Man sieht es nicht. Ich schwenk mal ein bisschen, man sieht es in der Kamera. Ach du Scheiße, sind alle Holo. Das dunkle Cyana sieht so geisteskrank heftig aus. Das Hundemon sieht heftig aus. Das dunkle Porygon 2. Das Xerox sieht heftig aus. Die sind zwar alle deutsch, aber trotzdem im Top-Zustand. Neo Destiny. Ach, der Impagator, das ist also so heftig. Wollen wir anfangen? Hier haben wir ein paar Reverse-Foils. Ich sag's euch jetzt schon, ey, wenn Max weiß, dass in Neo Destiny auch ein schimmerndes Glurak und Mewtwo drin ist, der wird sich ja safe ein Display kaufen wollen. 50k kostet ungefähr jetzt ein Unlimited-Display, glaube ich. Sehr, sehr bombastisch. Glurak Reverse, sehr geil. Impergator, das sind auch Karten, die kennt man von damals, ne? Die sind super, super schön. Unter anderem auch, ich hab keine Ahnung, was der geht, Glurak in Reverse-Solo aus dem Set. Krank, der sieht sick aus. Raichu sieht übel süß aus. Reverse Holo. Zu allen Fakten kommen wir dazu. Sehr cool hier auch, ey. Das Mew süß. Totok, Glurak. Hier unten ist, glaube ich, das Mew, was er meinte. Das sagst du nicht. Vielleicht ist es der letzte.
Der ist ein bisschen schwerer irgendwie. Oh! Ey, der ist für Fußballkarten. Oh, Blackstar-Promos. Cool. Wir haben hier die Blackstar-Promos. Das Blackstar-Promo. Wir haben hier die Blackstar-Promos. Sogar sind das die coolen hier mit dem Wizard-Logo drauf. Also das ist sehr, sehr nice. Davon habe ich selber noch gar keine, aber habe ich auch nicht so nachgesucht, sage ich mal. Bin gespannt, was da drin ist. Die haben alle ein sehr geiles Merkmal. Also teilweise nicht alle von denen, aber einige Blackstar-Promos, die sind von dem Film, ne? Und davon haben wir einige. Und die richtig rein. Deswegen haben wir vorhin gesagt, ja, ich lasse die nochmal drin im anderen Ort. Eieieiei, das Bisa-Floor ist sehr, sehr teuer. Da muss er aufpassen. Also das eine PSA 10 ist so gut wie unmöglich zu bekommen. Also das Bisa-Floor und das Pikachu, das sind Karten, die sehr, sehr teuer sind. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Weil diese Karte halt unmöglich zu graden ist. Weil die damals in so einem CD-Heft kam oder ähnliches. Ich glaube, davon hat sich Trilux auch vor ein paar Tagen welche geholt. Das Cool Porygon, was ich mir vor kurzem ertradet habe. Sehr, sehr nice. Das sind alles Karten, die zurzeit ein bisschen im Wert steigern, weil die halt alt sind, ne? Aber die ganzen Blackstar-Promos von 1 bis 30 oder sowas zu haben, ist schon sehr, sehr geil. Das muss man an der Stelle sagen, ey. Die habe ich gerade rausgeholt. sehr gut, Minion. Also wie gesagt, die und die Birthday-Pikachu-Karte. Das Birthday-Pikachu ist ja so 300 Euro wert im Nierman-Zustand. Und das Venusaur auch ungefähr 180 bis 200. Und wie gesagt, PSA 10 unbezahlbar gefühlt, ey. Ich glaube, das Dragoran wird jeder kennen. Das Pikachu wird jeder kennen. Und halt auch die Vögel, ne, mit Arctos, Zapdos, Lavados. Einige. Und halt auch das Mewtwo hier. Das sind Karten, die einfach insane sind. Die richtig rein. Deswegen haben wir vorhin gesagt, ja, ich lasse die nochmal drin im anderen Ordner, weil wir haben hier eh nochmal einen. Das ist jetzt die Blackstar-Promo-Sammlung. Und was dir sehr gefallen wird, was ich auch einer der schönsten Blackstar-Promo, wenn nicht sogar die schönste. Oh. Wollte ich gerade sagen. Das Bisa-Floor. Oh, die ist gesleeved. Sehr gut. Sehr geil. Die teuerste Birthday-Pikachu, glaube ich. Du konntest dir damals... Ich weiß nicht, ob das die teuerste ist oder die japanische. Ich glaube, die japanische ist noch ein bisschen teurer, aber ist natürlich heftig. Schnell mal Namen drauf kritzeln. Da war auch so ein... Also diese ganzen alten Karten als Pre-Release zu haben, ist natürlich krass, ne? Auch das Raichu Pre-Release, Kappa. Das ist jetzt nicht so ultra häufig, sage ich mal. Davon gibt es nur ein paar Versionen weltweit, wenn die überhaupt echt sind. Das war ein Yoto-Binder hier. Hier hört es einfach auf, oder wie ist das? Kann sein, dass der hier zu Ende ist. Wir haben hier Southern Island Karten, aber die können auch sehr interessant sein. Also diese Karten mit der Palme hier, das habe ich jetzt nur gesehen. Ich habe mir diese Sammlung letztes Jahr gekauft. Zeige ich euch mal ganz kurz. Ja, was war da drin halt? Ne, ihr seht es ja, eine mehrere Pikachus, Shiggy's First Edition. Also das war heavy. Glumandas, Pisa Knosp. Das war sehr, sehr nice. Und dann kam das noch. Seid ihr bereit? Wir schauen rein. Holy moly, Alter. Ist... Alter, scheiße, Alter, wenn ich das so sehe, ne, das war... Uiuiui. Das war anders heftig, Alter. Bisa-Floor First Edition, Glurak First Edition, alle Starter und alle Pokémon sonst aus dem Base-Set First Edition. Ich habe für die Sammlung damals nicht sehr viel Geld bezahlt. Ich werde hier keine Summen nennen. Nicht sehr viel Geld. Unter 1000 habe ich bezahlt, unter 1000. Das war vor dem großen Drop. Da ging Glurak First Edition noch ungefähr... Wie teuer war das? 300, 400? Jetzt geht das ja inzwischen in so einem Zustand 2000. Also ich habe unter 1000 auf jeden Fall bezahlt, kann ich euch sagen. Ja, das war halt ein smarter Move halt einfach, ne? Und ich wollte die nicht kaufen. Der hat mir das angeboten im Dezember und ich habe das im... Wann habe ich das gekauft? Im Februar? Im Februar habe ich das gekauft, ja, Ende Februar, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, naja, Bruder, ich habe jetzt gerade mein Geld anders investiert und sonst was. Dann habe ich es einfach mal gekauft. Ja, das war heftig, ey. Und da waren halt auch die Karten dabei, die ich auch gerade angesprochen habe. Zeige ich euch gleich, wartet. Wo war's? Ja, auch hier die ganzen Jungle-Karten, die dabei waren, ne? Da kommen die Karten jetzt, glaube ich. Southern Island. Ja, hier sind sie. Schön ist aber, guckt euch das an. Das hier, da, dieses Full Holo, dieses Mew, das ist... Oh, Mann, da ist wieder meine Cam vor, ne? Da, das Mew, das ist super geil. Das Togepi ist super teuer, genau. Und die ergeben halt ein Bild hier. Das ist super schön, ey. Die gab es in Englisch und in Japanisch. Und wenn du davon alle Japanischen hast, würde ich dir auch raten. Sleeve die. Wenn es ein Reverse da, guckt euch das an, ey. Aber ihr seht schon hier, da sind ein paar... Wo gab dann das? Holy shit. Also es kommt gar nicht krass rüber, wie shiny das einfach ist. Aber allein daran sieht man es schon. Da sind halt auch alles ein bisschen... Sind halt Ordnerkarten, sind ja nicht
sofort in die Sleeve rein, sondern wurden sich natürlich angeguckt. Aber to be honest, die Karten hier sehen sehr, sehr spicy aus. Ein paar Printlines auf dem Glurak, aber Whitening und sonst was ist da gar nicht vorhanden. Also da habe ich echt damals einen Glücksgriff gehabt. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Und mal bei der Hälfte, ey. Aber es macht sehr viel groß. Es macht Spaß. Es ist ein guter Streaming-Content, glaube ich, für euch auch. Schauen wir rein. Ich bin weiterhin sehr gespannt. Okay, wir gehen weiter. Hier haben wir. Ja, ach, da war es gerade, ne? Da war auch so ein Heft. Warte. Heroes. Finde ich geil. Da ist es. Ja, stimmt. Ja, sehr, sehr cool. Also die sind nice. Da war auch so ein Hefter dabei. Okay, wir gehen weiter. Die Karten kann ich euch auch sehr empfehlen. Und zwar ist das ein japanischer. Das ist ein japanischer Binder, den man sich heutzutage noch sealed kaufen kann tatsächlich. Für, ich glaube, der letzte ging ungefähr 70 Euro weg. In Frankreich war das auf eBay. Würde ich mir an eurer Stelle holen, weil du hast da halt die komplette Entwicklungsreihe von Endievil bis Megania, von Feuerregel bis Tornupto, von Kanimani bis Impergato drin mit diesen Artworks halt. Ja, und wie gesagt, das ist halt für 70 Euro, finde ich, ist nix. Du kriegst die Karten hochwertig in einem Binder drin. Ist halt super, super geil. Hier haben wir japanisches Neo Genesis, was wir auch vor kurzem bei Strobel aufgemacht haben. Scheiße. So, ja, Entei in Reverse Holo, das Pichu, was wir vorhin als Blackstar haben. Ah, sehr geil, die meinte ich, die habe ich auch. Also das war auch in einem Binder drin, genau mit denen hier zusammen. Die waren da alle drin. Normalerweise gehört noch ein Glurak Reverse dazu, das ist ungefähr 80 Euro wert. Das wäre dann hier so unten drin. Aus dem Set auch raus. Bin mal gespannt, vielleicht hat er es rausgenommen. Dann haben wir hier Neo Discovery Set, hier. Die Inkognitos sind alle da, auch in Japanisch alles. Energy Cards und dann haben wir hier. Oh, nochmal EX Rubin Saphir. Das ist auch nochmal ein eigenes Set. Das Ruby Pearl Card, ey. Caruso, der allerechte Boss. Ja, man kann sie ja mal versprechen. Ich meine, das mache ich ja auch die ganze Zeit, ne? Aber das sind schöne Karten auch wieder hier. Da habe ich es nicht mal gesleeved, einfach. Was eine geile Karte ist das dunkle Gengar. Auch wenn das so richtig dully aussieht. Dunkles Gengar? Ey, das ist ein geile Illo, Alter. Also ich finde diese ganzen krassen Illos von damals sehr, sehr anspruchsvoll. Ich mag die sehr. Wahrscheinlich so einfach nur eine Seite wäre schon... Dunkles Dragoran so sieht nach 22 wieder aus. Ah, keine Error-Karte. Sad. Traum gewesen und ja. Du hast einfach so eine komplette Ordnersammlung mit Seiten geholt. Ja. Ich kann es auch nicht fassen, ehrlich gesagt. Könnt ihr euch erinnern an die Rainbow Energy aus Rocket, die unendlich schweren PSA Tennis? Ja. Die ist jetzt in Deutsch. Wird wahrscheinlich auch keine PSA 10 sein. Das kann ich sagen. Okay, was haben wir hier noch? Base-Set. Hier eine Energiekarte. Mehrere Energiekarten hier einfach. So rumschieben. Und da kommen ein paar Base-Set-Karten. Das ist Standard-Base-Set Unlimited. Deutsch. Dicke kennt ihr alle? Da haben wir hier noch Holo-Volnona. Volnona Reverse, sehr cool. Da hier Quappo, First Edition, Dunkles Turtok, Lapras. So, wir gehen weiter. Dann haben wir auch. Oh, sehr, die Arctos-Promo ist cool. Das ist Garados auch noch. Eine chillige Garados-Sammlung hier. Wir haben hier Dunkles Garados. Das ist eine Garados-Sammlung. In Holo, wir haben das Unlimited Holo. Wir haben Misty's Garados aus Gym Challenge. Aus Gym Heroes haben wir Misty's Seedra. Und zwar haben wir hier Impergator in Holo aus Neo Genesis. Aus Revelations haben wir ein Suicune. Impergator auch aus Genesis. Aus Destiny haben wir ein dunkles Impergator, ein Seedra King aus Neo Genesis. Holo Aquana aus Jungle und das zweimal. So, dann haben wir hier nochmal ein paar. Sehr, sehr cool. Aquana ist, by the way, die schwierigste Karte zu graden in Englisch. Also in Jungle. Deswegen ist hier mit die teuerste mit Snorlax. Obwohl Snorlax sehr, sehr viel weniger Holo überdeckt. Also Quana hat das wenigste Holo wirklich, wenn man das so sieht. Seht ihr, das sehr, sehr viel Holo, was man halt ausfüllen muss, auch hier zwischen und sonst was. Da ist halt sehr, sehr anfällig für Printlines ist, und weil es helles Holo ist. Und bei Relaxus ist es etwas dunkleres Holo und das Bild ist sehr, sehr groß. Aber die Karte ist trotzdem schwer zu bekommen. Das ist halt das Ding. Ach, den wolltest du ja. Stimmt, ganz dringend. Was hast du aufgemacht? Englisch Unlimited oder Deutsch? Englisch Unlimited. Das ist der Deutsche. Dann auch sehr, sehr geile Seite. Die ganzen Reverses halt, ne? Und auch Englisch hier, Charmander, Cyndaquil, Charmeleon, das ist sehr, sehr cool, ey. Das sind coole Karten, ey. Das sind, wie gesagt, coole Karten, die man sich gerne anschaut, ey. Danke nochmal für den Prime-Sub. It's Greed! Da in Reverse Holo, Kanimani in Reverse Holo, beide aus dem Expedition Base Set und die sehen sehr, sehr geil aus. Das Glumanda. Du hast ein Reverse Holo Set damit, oder? Du hattest doch vorhin Reverse Holo. Ja, hier sind sehr viele. Venus dort tatsächlich halt auch. Sehr viel durchgeguckt, aber ich hab. Nein, du hast alles das Charizard. Du hast jetzt Glumanda. Ach so, aus dem Dings. Du meinst, okay. Ja, theoretisch fehlt hier, ne? Also du hast hier Glumanda, dann hast du hier Glutexo und dann fehlt hier Glurak. Vielleicht hat er das Holo Glurak rausgeholt oder sowas. Glumanda. Man weiß es nicht. Gut aufgepasst, Mister. Holy shit. Hier haben wir ganz random ein Gym Challenge. First Edition English Giovanni. Heroes Gym Challenge. Seht ihr die Energie hier unten? Die ist sehr sparkly, Alter. Die ist super schön. Ja.
Ja, dann haben wir hier auch sehr, sehr geil. Raikou in Holo aus Neo Revelations, aus Fossil das Raichu. Pichu aus Neo Genesis in Holo. Übel geile Karte. Sehr schön, ey. Auch Englisch. Schönes Artwork. Gibt's sehr, sehr selten halt diese ganzen Neo Genesis Karten in Englisch halt, ne? Also First und Unlimited sind die. Ich hab keine Ahnung, wie selten, ey. Also Popularität von 3 irgendwie bei nur beim Tornopto in Unlimited Englisch. Also bei T17. Das musst du dir mal vorstellen. Es gibt nur 3 Stück, die First Edition, nicht First Edition, die PSA 10 sind. 3 Stück auf der ganzen Welt. 3 Leute haben nur diese Karte. Pff, da kannst du einen Preis verlangen, der ist unglaublich hoch, ey. Ich glaube, Rhymestyle hat eine. Ja, das ist komplette Gehirnüberladung. Das sind ja, viel zu viele ja, geile Karten so, da ineinander. Das kann man gar nicht. Ich weiß. Und da guckt man immer ich mehrmals durch. Ich könnte jetzt nicht mal den Preis realistisch schätzen. Es wird noch krasser, okay? Ich bin gespannt. Oh, wir haben noch einen Ordner. Das ist der letzte Ordner. Der letzte! Bruder, was kommt da noch alles? Das ist ja aber Yu-Gi-Oh! Ich dachte, er hat sich nur Pokémon gekauft. Was? Hat uns hier angeflunkert? Ich bin gespannt, Alter. Ey, let's go. Was haben wir hier? First Edition Dark Magician sehe ich hier schon mal. Bin ich auf die Quali sehr gespannt, ey. Der kann. Aber das ist ja aus dem Starterdeck. Das ist nicht der aus dem Booster, nicht aus LOB. Okay. Und es fängt an mit. Oh, mit Yu-Gi-Oh! Karten. Es fängt an mit dem Starterdeck von Yu-Gi First Edition Englisch. Ist nicht so teuer, aber das Coole daran ist, es ist vollständig. Yu-Gi's Starterdeck in Englisch First Edition. Komm. Das ist geil. Das ist wirklich geil, wenn du so das komplette Set hast, so das komplette Starterdeck. Das ist schon sehr iconic, ey. Aber wie gesagt, was ich gerade sagen wollte, ein Abonnent hat mir angeboten, einen Rahmen zu machen, wo man dann alle Pokémon halt eingerahmt sich an die Wand hängen kann. Gerade die ersten 151. Würde ich auch fühlen, zum Beispiel mit dem Starterdeck von Yu-Gi, wenn man halt. Karte 1 bis, ich glaube, sind da 40 oder 60 Karten drin, je nachdem, sich da alle an die Wand hängt oder sowas, wenn die halt eh jetzt nicht in einem Gradable-Zustand sind oder sowas. Wir fangen wieder aber schon Japanisch wieder an. Rubin Saphir, Alter, ey, holy shit, ey, wie viel Rubin Saphir Japanisch willst du denn noch? Also das Gewaltor haben wir gesehen, also das seht ihr jetzt nicht wahrscheinlich, weil meine Cam davor ist, das Pulox haben wir schon gesehen. Wahrscheinlich ist es jetzt durchnummeriert halt, ne, von 1 bis Ende nochmal. Ja, das ist komplett. Ich glaube, das war wirklich komplett. Hier, das geht auch Pikachu da unten nochmal, sehr schön. Coole Karten. Kadabra, glaube ich, war das der letzte Print von Kadabra? Ganz lange. First Edition, Base Set Expedition Japanisch. Ach, hier fangen die Wies an. Das ist ein sehr, sehr geiles Set. Sehr, sehr underrated. Also die Wies sind. Kennt ihr das Set überhaupt? Das Challenge, das ist irgendwie versus. Ist halt. Da kannst du sagen, das ist das Gym Heroes, aber bloß mit den Second Arena Leitern von Johto. Das ist ein Set, was bei uns nie erschienen ist, tatsächlich. Das ist ein japanisch-exclusive-Set. Und da gibt es halt auch Siegfrieds Glurak und. Bah, da gibt es so viele geile Karten halt tatsächlich, ey. Und da habe ich gesehen, dass da. Nee, sehr, sehr geiles Set, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr davon irgendwas sehen solltet oder sowas. Sind auch sehr, sehr schöne Artworks. Oh, das sind auch sehr coole Karten dabei. Die Wies. Die habe ich auch. Ich habe die im Verrecken nicht gefunden. Alfie Kuss geht raus, der hat den nochmal rausgesucht. Geiles Set eigentlich. Kommen wir gleich zu. Fühlt ihr auch? Sag mir, ob ihr auch. Ist hot. Super geiles Artwork, ey. Aber wenn dir das auffällt, Sianas ist schön. Die einfach. Und ja, ja, ja. Dann das Girafarik, Alter, der Arsch. Habt ihr den gesehen? So cool. So geil. Alles Knet-Artworks ja. Hier auch sehr schön. Ist halt aber auch nicht immer so. Oh, hier die Rockets-Teile. Die habe ich vor kurzem auch wieder auf eBay gesehen. Oh, das Siegfrieds Glurak ist dabei. Das ist geil. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ist auch teurer geworden in letzter Zeit. Ich habe mir überlegt, die mal zu holen, aber ich sehe dann immer, oh, die geht weiter nach oben. Ich so, ah. Ich hole mir was anderes. Ich hab jetzt wieder vor kurzem irgendwas auf dem Radar auf eBay, was ich mir unbedingt kaufen möchte. Mal schauen, ob ich das bekomme. Ich habe da ein paar Preisvorschläge mal gesendet. Das Aerodactyl. Das Aerodactyl. Ah! Den habe ich gezogen. Den habe ich zweimal gezogen. Da bin ich immer noch ein bisschen mad drüber, ne? Ich habe da ja einige von geöffnet, von den Neo Revelations auf Japanisch, also Neo 3. Und das gibt es tatsächlich in Deutsch, hier Englisch gar nicht. Das ist eine Common bei uns. Also ich glaube, das ist. Also, ja, wie gesagt, ist glaube ich eine Rare bei uns. Aber bei den Japanern war das eine Holo. Das ist sehr schön. Kickt richtig das rein. Das ist unendlich schön. Geil. Auch das Starmie. Das fand ich vorhin schon geil. Starmie auch halt. Das ist schon sehr schön. Das gibt es bei uns auch nicht in Holo. Das Starmie hier. Vor allem, weil es kein Wasser, sondern einfach Psycho ist, weißt du? Oh! Die Seite knallt ja nochmal richtig. Die habe ich auch. Nachtara, sehr, sehr geil hier. Das Despota ist schön. Sherox ist geil. Also, es sind alles sehr, sehr coole Karten. Voll vergessen. Kabutops, einer der schönsten Kabutops in Holo, was ich je gesehen habe, Alter. Was ist das? Neo Discovery sind die alle. Und das seht ihr vielleicht auch nicht auf dem First Hit, aber. Hier auch sehr fragwürdig, warum
die Deutsch-Englischen aber das übernommen haben, ne? Das Holo-Hundester, das war bei uns auch ein Holo. Holo hier? Das, ja, ja, da ist die geil. Karte. Stimmt, stimmt, ist stimmt, stimmt. Forest Tank auf Nein. Englisch? Auch das Butterfree ist bei uns auch nicht ein Holo. Ja, ist ein schönes Set. Ist ein schönes Set. Ich finde New Discovery ist so ein underrated Set. Und das ist eh der Motherfucker hier. Ich weiß nicht, ob ihr den hier kennt. Janma. Janma PSA 10 First Edition. Shish! Versucht den mal zu bekommen, ey. Der ist super selten. Weil da auch wieder super viel Holo drauf ist. Und es ist halt auch, wie gesagt, so helles Holo. Also, den zu bekommen ohne Printlines, super, super schwierig. Das darf natürlich nicht fehlen. Hier haben wir ein japanisches. Also, das ist ein Normal Cyana, aber ich glaube, das ist mit nach Tara die teuerste Karte aus dem Set in Japanisch. Die habe ich damals auch random aus dem Booster damals gezogen. Habe sie in einem Ordner reingepackt. Und dann habe ich sie nach 3 Jahren irgendwie wiedergefunden. Ich dachte mir so, ja, geil. Hot. Für ein Fabo und nochmal ein dunkles Cyana, das darf natürlich nicht fehlen. Hier haben wir ein japanisches Neo Discovery ist das dunkle Raichu. Aus was? Die. Also, diese Karte ist ja dasselbe Artwork wie das dunkle Raichu ja. aus Team Rocket. Ja. Finde ich sehr geil. In Neo Discovery im Japanischen ist die so drin. Sehr, sehr cool. Wissen auch nicht viele tatsächlich, dass das die Secret Rare Karte in dem Set ist. Also wusste ich auch nicht. Habe ich auch vor kurzem erst herausgefunden. Also ist schon sehr nice. Wusstet ihr das? Das ist nicht das Was, sondern das ist das. Das war's, Alter. Das war ja so viel. Nee, da kommt doch noch was. Da kommt doch noch was. Ich wollte schon sagen, Alter, ey. Ja. Einer der schönsten Karten, wenn nicht die schönste Karte für die mich. Die Karte weltweit. Kann in dem perfekten Zustand über 100.000 Euro wert sein. 115, um genau zu sein. Das ist ein Statement, Alter. Ich bin sehr gespannt, ey.